WDR.de präsentiert den folgenden Podcast als kostenloses Download-Angebot. Seit 400 Millionen Jahren bevölkern Spinnen unsere Erde. Sie haben die unterschiedlichsten Lebensräume erobert und sind wahre Spezialisten im Giftmischen, Jagen und Fallenstellen. Doch die Achtbeiner sind unbeliebt. Kaum ein anderes Tier ist mit so viel Vorurteilen belastet wie Spinnen. Warum haben so viele Menschen eine regelrechte Panik vor den Krabbeltieren? Von Spinnen und Menschen. Jetzt in Quarks und Co. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Das hier ist eine der giftigsten Spinnen der Welt. An dem Biss dieser schwarzen Witwe kann ein Mensch tatsächlich sterben. Nun, vielleicht habe ich jetzt Ihr Vorurteil über Spinnen bestärkt. Aber keine Angst, diese schwarze Witwenart ist in Mitteleuropa nicht zu finden. Bei uns gibt es überhaupt keine Spinnen, die für uns Menschen tödlich sind. Und dennoch, die Angst vor Spinnen ist weit verbreitet. Das reicht vom Unbehagen bis hin zu regelrechten Panikreaktionen. Und bei manchen ist die Angst so groß, dass sie sogar den Alltag bestimmt. Doch öffentlich darüber sprechen möchten die wenigsten. Und so mussten wir bis nach Dresden reisen, um jemanden zu finden, der den Mut hatte, sein Problem mit Spinnen offen zuzugeben. Hier wohnt Jana. Jeden Morgen läuft sie so schnell sie kann durch diesen verglasten Gang. Vor allem im Sommer, da sind halt oben immer ganz große Spinnen abends dran. Und da denke ich immer, dass sie auf mich runterfallen und dann mit mir irgendwo mitlaufen. Deswegen gehe ich sehr schnell da durch. Es gibt hier tatsächlich 2 bis 3 kleine Spinnen, aber Zahl und Größe sind Jana egal. Jana ist 17 und hat seit vielen Jahren eine Spinnenphobie. Das schränkt sie ein. Ins Grüne geht sie eher selten. Ein Picknick am Boden ist mit ihr undenkbar. Zum Beispiel im Wald, wenn ich mich da irgendwo hinsetzen will oder so, da können ja schon mal Tiere zu mir herkrabbeln und mit mir mitkommen und irgendwo in mich reinkrabbeln. Das ist eigentlich die größte Angst. Guck mal, wer das ist, Jana? Mal abgesehen von der Spinnenphobie ist Jana überhaupt kein ängstlicher Typ. Mit großen Hunden wie dem Labrador ihrer Freundin spielt sie richtig gerne. Und auch sonst gibt es kaum Situationen, vor denen sie sich fürchtet. Doch selbst kleinste Spinnen können bei Jana plötzlich zu einem Riesenproblem werden. Bei einer Autofahrt zum Beispiel. Janas Vater kennt solche Situationen. Sie wurde dann wie hysterisch geschrien mit den Händen so Abwehrbewegungen gemacht. Also es war unangenehm. Ne? Na, ich habe halt Angst. Und zwingen halt meine Eltern, dass die anhalten und alles kontrollieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz schön belastend ist für meine Eltern. Andere mit ihrer Phobie zu nerven, ist für Jana noch zusätzlich ein Problem. Ihre Mutter hat für ihre Spinnenangst nur begrenzt Verständnis. Weil ich das nicht nachvollziehen kann, weil das ein winziges, kleines Insekt ist, was man eigentlich in die Finger nehmen könnte oder mit irgendetwas vernichten könnte. Am schlimmsten sind für Jana Situationen, in denen sie weiß, dass ihr niemand helfen wird, falls irgendwo eine Spinne sitzt. Da ist eine große Spinne an der Waschmaschine. Und die war wirklich groß. Das glaubt mir zwar keiner, aber da habe ich halt wirklich angefangen zu weinen. Das war eigentlich so schlimm. Das kann ich eigentlich gar nicht beschreiben. Das glaubt mir auch keiner. In ihrem Zimmer hält Jana die Fenster immer geschlossen, selbst im Hochsommer. Sonst könnte sie nicht konzentriert arbeiten, geschweige denn ruhig schlafen. Denn hier hat alles angefangen, vor 13 Jahren, mitten in der Nacht. Als ich klein war, da hatte ich ein Hochbett und da kam halt genau nachts so eine Spinne so auf mich zu. Und am nächsten Tag hat mir halt mein Bruder erzählt, dass sie dann in mich reinkrabbeln und Eier legen. Und deswegen war eigentlich das Auslösende. Jana weiß, dass ihre Angst völlig grundlos ist, doch sie bestimmt ihr Leben viel zu stark und schränkt sie ein. Das will sie ändern. Weil da könnte ich halt mein Leben leichter leben. Da müsste ich nicht irgendwie Angst haben, dass gleich irgendwo eine Spinne kommt. Da könnte ich halt einfach so durch die Straßen gehen und fröhlich sein.
Jana möchte ihre Spinnenphobie loswerden und ein professionelles Training beginnen. Und im Laufe dieser Sendung werden wir sehen, ob sie damit Erfolg hat. Nun, einfach wird es nicht für sie, denn eine Phobie ist etwas Ernstes, wird viel intensiver erlebt als das Unbehagen oder Gruseln, das der ein oder andere empfindet, wenn er eine Spinne sieht. Jana ist übrigens kein Einzelfall. Man schätzt immerhin, dass etwa 200.000 Menschen in Deutschland an einer Spinnenphobie leiden. Dabei können uns von den weltweit registrierten 38.000 Spinnenarten gerade mal etwa 30 wegen ihres Giftes gefährlich werden. Und davon ist gerade mal bei 4 Spinnenarten dokumentiert, dass es Todesfälle durch Spinnenbiss gab. Nun, eine dieser Arten haben Sie kennengelernt, hier diese schwarze Witwenart. Nun, wenn man sich mal auf dem Globus anschaut, wo weltweit die 30 gefährlichen Arten leben, wir haben sie hier rot markiert, sieht man sehr schnell, das sind hauptsächlich die südlichen Gefilde. Also hier in Mitteleuropa lebt keine einzige dieser Giftspinnen. Obwohl also real keine Gefahr besteht, empfinden trotzdem viele Menschen beim Anblick einer Spinne Angst oder zumindest Unbehagen. Furcht, Panik, Ekel. So beschreiben viele Menschen ihr Gefühl beim Anblick von Spinnen. Eine seltsame Reaktion der Spezies Mensch. Diese Spinnenart zum Beispiel hat noch nie einem Menschen etwas zuleide getan. Doch der Homo sapiens hat trotzdem Angst. Und über ihre Ursache streiten Forscher seit vielen Jahren. Einige Psychologen behaupten, Menschen fürchten sich vor Spinnen besonders, weil die sich schnell und unberechenbar bewegen und urplötzlich auftauchen. Andere Menschen, Biologen, entgegnen, dass zum Beispiel Insekten auch diese Kriterien erfüllen, aber selten Ängste auslösen, obwohl einige dem Menschen deutlich gefährlicher werden können als Spinnen. Es gibt allerdings Psychologen, die annehmen, dass vor Urzeiten Spinnen größer, aggressiver und vor allem eine tödliche Gefahr waren. Nur die Menschen sollen überlebt haben, die mit großer Angst auf die Spinnen reagierten. Und weiter folgern diese Experten, dass die Spinne auch heute noch im menschlichen Genom festgelegt sei. Eine Art menschliche Urangst also. Diese Vorstellung scheint für Menschen so interessant zu sein, dass sie diese These in zahlreichen Tests zu überprüfen versucht haben. Ihr Ziel? Herauszufinden, wie genau die Menschen auf Spinnenbilder reagieren und ob es auch andere Gründe für die Angst geben könnte als eine genetische Weitergabe. Bis heute konnte die Urangsttheorie nicht wirklich bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden. Gegen die Theorie sprechen diese Aufnahmen von Spinnen in Bernstein. Sie sind rund 50 Millionen Jahre alt. Biologen der Spezies Mensch kommentieren sie so: Diese Spinnen waren nicht gefährlicher als die Spinnen heute. Von einer Urangstspinne, die das Überleben der Menschen hätte bedrohen können, fehlt also bislang jede Spur. Kulturwissenschaftler weisen zudem darauf hin, dass außerhalb der westlichen Zivilisation viele Völker kaum oder gar keine Angst vor Spinnen haben. Eine Frau von den Seychellen zeigt, dass die Berührungsängste mit Spinnen, zumindest auf dieser Inselgruppe, eher gering sind. Und auch so hat der Homo sapiens auf Spinnen reagiert. Bei vielen Naturvölkern und in anderen Kulturen werden Spinnen sogar religiös verehrt, als gottnahe Wesen, die den Menschen Schutz, Weisheit und die Kunst des Webens schenkten. Im Gegensatz zum christlichen Kulturkreis. Hier ist die Spinne im Bunde mit Tod, Teufel, Pest und bösen Frauen. Selbst Paracelsus, ein von den Menschen verehrter Mediziner des 16. Jahrhunderts, verbreitete ernsthaft, dass Spinnengift gefährlich ist, weil Spinnen aus dem Menstruationsblut von Frauen wachsen, ausgebrütet vom Teufel. Hexen sollten das Gift nutzen, um Männer impotent zu machen. Heute sehen einige Forscher, voran die Psychotherapeuten, die Spinne als idealen Angstgegner der westlichen Zivilisation. So sehr der moderne Mensch sich auch bemühe, er könne die Natur um sich herum nicht wirklich kontrollieren.
Andere Psychologen glauben, Belege dafür gefunden zu haben, dass der Mensch die Angst vor Spinnen von Generation zu Generation weitergibt oder eben nicht. Wenn die Eltern ein entspanntes Verhältnis zu Spinnen haben, ist die Chance groß, dass auch ihre Kinder keine Angst vor Spinnen entwickeln. Sie glauben, das Verhältnis zu Spinnen sei Erziehungssache. Aber auch das erscheint zu einfach. Zweifellos ist nur eines. Kaum ein anderes Lebewesen hat in der gesamten Menschheit seit Jahrtausenden die Angst, die Bewunderung, Verteufelung und Vergötterung so deutlich und extrem herausgefordert wie die Spinne. Die Angst vor Spinnen bleibt also mysteriös. Warum geht sie bei manchen Menschen so weit, dass man von einer Phobie spricht? Jana hat uns erzählt, dass ihre Mitmenschen oft nicht nachvollziehen können, wie stark ihre Ängste sind. Sie halten ihre Reaktionen für übertrieben. Nun, Jana hat sich mit Quarks & Co. auf ein Experiment eingelassen. Lässt sich ihre Spinnenangst wissenschaftlich belegen? Jana ist auf dem Weg zum Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden. Sie weiß, dass sie in den kommenden Stunden wieder dem Objekt ihrer Angst begegnen wird. Die Psychologin Andrea Reinecke bereitet sie auf einen Wahrnehmungstest vor. Jana muss 45 Minuten lang eine Art Memory-Spiel am Computer bestreiten. In hoher Geschwindigkeit werden aus einer Gruppe von 12 Motiven 5 markiert und schließlich eines abgedeckt. Jana soll angeben, welches Motiv am Ende verdeckt wurde. Bei diesem Tempo keine leichte Aufgabe. Was Jana nicht weiß, hier wird nicht getestet, wie gut sie die Aufgaben löst, sondern nur, ob sie beim Motiv Spinne häufiger richtig liegt als bei den anderen Motiven. Und so ordnen die Psychologen Janas Reaktion im Vergleich mit anderen Probanden ein. Nicht-Ängstliche erkennen eine verdeckte Spinne nicht häufiger als andere Motive. Ängstliche, also die Spinnenphobiker, machen die Spinne deutlich öfter aus. Und Jana hatte sämtliche abgedeckte Spinnen erkannt. Ein eindeutiger Beleg, dass ihre Aufmerksamkeit auf Spinnen fixiert ist. Und dann möchte ich erstmal einen Arm von Beim nächsten Test wird Janas Puls gemessen. Die Psychologin möchte wissen, wie Janas Herzschlag reagiert, wenn sie mit der Hülle einer Vogelspinne konfrontiert wird. Jana darf dabei das Ausmaß der Konfrontation selbst steuern. Darf ich weiter auf Sie zukommen? Okay. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Trauen Sie sich mal, drauf zu schauen? Super. Gleich wieder weggeschaut. Soll ich weiter rankommen? Soll ich stehen bleiben? Stehen bleiben, bitte. Okay. Trauen Sie sich zu, mal drauf zu schauen? Ja, super. Trauen Sie sich nochmal zu oder soll ich rausgehen? Lieber rausgehen. Okay, alles klar. Janas Ergebnis wieder im Vergleich. Bei Nicht-Ängstlichen reagiert der Puls auf die Vogelspinne kaum. Bei den Ängstlichen nimmt der Herzschlag im Schnitt deutlich zu. Und Janas Puls übertrifft mit bis zu 100 Schlägen pro Minute deutlich den Durchschnittswert von Spinnenphobikern. Was bedeutet das für Sie? Was nehmen Sie für sich aus den Daten mit raus? Dass ich endlich beweisen kann, dass ich wirklich Angst habe und nicht, dass alle mich für verrückt halten. Ganz genau. Dass mich nicht mehr auslachen. Genau. Ortswechsel. An der Abteilung für Radiologie der Universität Jena wird Jana in einem Kernspintomographen untersucht. Nicht mehr bewegen, ganz ruhig liegen bleiben, ja? Okay. Hier wollen die Psychologen der Universität herausfinden, wie bestimmte Regionen in Janas Gehirn auf Bilder von Spinnen reagieren. Auf einem Kontrollmonitor verfolgen die Experten mit, welche Motive für Jana gerade in den Kernspintomographen projiziert werden. Bilder von Pilzen und Spinnen. Das Ergebnis? Die roten Zonen markieren, wo Janas Gehirn auf Spinnen stärker reagiert hat als bei Menschen ohne Spinnenangst. Der Psychologe zeigt Jana im Detail, welche Bereiche stärker aktiviert wurden.
die Regionen, die zuständig sind für die Verarbeitung der visuellen Signale, für schnelle Angstreaktionen, für die Wahrnehmung der eigenen Körperreaktion bei Angst und für das subjektive Erleben. Alle Tests belegen, Janas Spinnenangst ist messbar und nicht etwa eingebildet. Aber ist sie auch therapierbar? Janas Gehirn hat also ganz deutlich auf Spinnen reagiert. Die Angst ist objektiv messbar. Und Jana kann diese Angst bislang nicht steuern. Denn im Moment der Panik ist sie für rationale Analysen kaum zugänglich. Dabei ist Angst zu empfinden zunächst etwas sehr Natürliches. Denn Angst rettet jeden von uns immer wieder aus heiklen Situationen. Krabbelndes Objekt, mögliche Gefahr. Diese Information transportiert der Sehnerv in den unbewussten Teil des Gehirns. Die Schaltzentrale, der Thalamus, leitet das sofort in verschiedene Richtungen weiter. Doch bis zum Beispiel bewusste Erinnerungen abgerufen werden, ist der instinktive Teil unseres Gehirns im Unterbewusstsein längst aktiv. Der Mandelkern verwertet die eingegangene Information emotional. Lautet sein Urteil zum Beispiel Furcht, löst er das Angstprogramm aus. Das Steuerzentrum für unser Hormonsystem, der Hypothalamus, wird veranlasst, Stresshormone auszuschütten. Die Hormone lassen das Herz schneller schlagen, die Atmung ansteigen. Fliehen oder kämpfen? Der Körper ist in Alarmbereitschaft. Erst jetzt hat die Großhirnrinde die Informationen verarbeitet und das krabbelnde Objekt bewusst erkannt. Eine Spinne. Dann der Abgleich mit der Erinnerung und unserer Erfahrung. Bedeutet das tatsächlich Gefahr? Nein. Die Entscheidung wird dem Mandelkern mitgeteilt, die Angstreaktion stoppt. Dass unser Gehirn zunächst Gefahr funkt, bevor es die Situation genauer analysiert hat, macht Sinn. Denn in Bruchteilen von Sekunden können wir so auf eine mögliche echte Gefahr reagieren und uns in Sicherheit bringen. Doch wenn unser Bewusstsein dann, wie in unserem Beispiel der Spinne, feststellt, keine Gefahr, dann wird auch die Angst Kaskade, also der Adrenalinschub, Herzrasen, Schweißausbrüche und so weiter abgebrochen. So, und jetzt kommen wir zum Phobika. Die erste Phase der Angstreaktion im Unterbewusstsein läuft exakt gleich ab. Also auch hier Alarmbereitschaft, die Angstkaskade wird ausgelöst. Doch der Verstand, also das Bewusstsein, kann nun diesen Alarm hier nicht mehr abschalten. Im Gegenteil, es kommt zu einer Rückkopplung. Und zwar einer Rückkopplung mit negativen Erinnerungen. Aus der Angst wird zunehmend Panik. Und selbst wenn der Phobiker die Situation vom Verstand her als ungefährlich einstuft, kommt es zu solchen Angstattacken. Die Spinne wird dabei unterbewusst immer mehr zum Synonym für Panik. Nun so viel zur menschlichen Überreaktion auf Spinnen. Planvolles Verhalten. Das kennt man nur von den intelligentesten Tieren und vom Menschen. Aber offensichtlich scheint auch die Springspinne Portia Pläne zu schmieden. Neurowissenschaftler haben einen interessanten Versuch gemacht. Das Prinzip sehen Sie hier. Und mit dieser Kamera kann ich Ihnen mal die Perspektive der Spinne darstellen. Hier oben sitzt die Spinne, in einer Schale ein Opfer, in der anderen nicht. Das Problem, die Spinne kommt nicht sofort dran. Sie muss nach unten krabbeln. Und jetzt sehen Sie direkt die Herausforderung der Spinne, nämlich von unten erkennt sie nicht, in welcher Schale die Beute steckt. Sie muss sich das also vorher merken und der Weg nach oben ist nicht direkt. Also sie muss einen Plan haben, wie sie wirklich an das Opfer kommt. Und tatsächlich, die Spinne schafft das auch, diese Aufgabe zu lösen. Die ist nicht ganz einfach, also selbst Ratten, und die sind ziemlich intelligent, tun sich schwer. Nun, wenn Sie sich so ähnlich wie Portia ungehindert auf fremden elektronischen Netzen bewegen wollen, dann klicken Sie uns im Internet an. Wir haben für Sie ein besonderes Netzspiel. Das Ganze funktioniert so: Hier ist die Spinne, da ist die Biene. Die Biene müssen Sie retten. Und die einzige Möglichkeit, sie zu retten, ist Ihr Wissen. Denn von Zeit zu Zeit bekommen Sie Fragen gestellt. Und wenn Sie die alle richtig beantworten, dann gibt's ein Happy End. Mehr dazu unter www.quarks.de. Spinnen sind in der Evolution so etwas wie ein Erfolgsmodell. Sie sind unglaublich alt. Wir haben hier einige Fundstücke. Hier zum Beispiel
Bernstein aus dem Baltikum. Darin eingeschlossen eine Spinne, Alter etwa 40 bis 50 Millionen Jahre. Und dann noch eine Besonderheit, und zwar hier, winzig, winzig klein, eine junge Kräuselradnetzspinne, 90 Millionen Jahre alt, im burmesischen Bernstein. So sieht sie in der Vergrößerung aus. Nun, die Fähigkeit, Netze zu bauen, hatten Spinnen also schon in frühester Zeit. Und es gibt sogar Spinnenfunde, die zeigen, dass es Spinnentiere schon vor 400 Millionen Jahren gegeben hat. Ein echtes Wunder der Evolution, selbst wenn man sich heutige Spinnen anschaut. Hier, das ist die Hülle einer Vogelspinne, denn Vogelspinnen häuten sich etwa einmal im Jahr. Und wenn man schaut, was hier alles erneuert wird, also die komplette Außenhaut, hier zum Beispiel, das sind die Augen. Die Augenlinsen werden sogar erneuert. Und bei den Spinnenweibchen ist es so, dass sie nach der Häutung wieder jungfräulich sind. Ich habe hier einen Rahmen, darin dieser künstliche Spinnenfaden. Und wenn ich hier einen Kugelschreiber drauflege, hält er das ohne Probleme. Also er scheint geradezu zu schweben auf diesen unsichtbaren Fäden. Doch die Natur ist immer noch erheblich besser als die Technik. Denn die Naturfäden sind darüber hinaus auch noch extrem elastisch. Und warum? Das sehen Sie hier. Das ist eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme. Und man erkennt nun hier an einigen Stellen Verdickungen. Und zwar der Faden liegt hier in einem Film. Und das ist eine Art Sicherheit. Denn bei der Dehnung kann der Faden eben nachgeben und sich dadurch noch mehr dehnen. Nun, auch wenn man die chemische Zusammensetzung des Spinnfadens kennt, das große Geheimnis sind die Spinndrüsen. Und die lassen sich technisch noch immer nicht nachbauen. Nun, von der Spinne guckt sich der Mensch nicht nur die Fäden an, sondern auch etwas anderes. Hier, das ist eine Sumpfjagdspinne, die lebt eigentlich an Land, aber diese Spinne ist faszinierend, denn schauen Sie mal hier, die bewegt sich auch unter Wasser und das Erstaunliche dabei, sie geht auf Jagd und sie wird nicht nass. Es ist so, dass sie überzogen ist hier mit einem silbrigen Film. Nun, der Trick dabei sind feinste Härchen. Hier sehen Sie das unter dem Mikroskop. Und diese feinsten Härchen, sie bilden einen Luftfilm und der verhindert, dass die Spinne benetzt wird. Nun, Wissenschaftler der Uni Bonn haben gesagt, tolles Vorbild der Natur. Wir wollen das in der Technik umsetzen. Und so sieht der Prototyp aus, ein Tuch. Und dieses Tuch kann ich ins Wasser tauchen, und zwar sogar über mehrere Stunden. Und das Tuch wird nicht nass. Also wer weiß, vielleicht verhilft uns die Spinne eines Tages zur dauertrockenen Badehose. Nun, je länger man sich mit Spinnen befasst, umso faszinierender werden sie, desto weniger Angst hat man vor ihnen. Und damit noch einmal zurück zu Jana. Sie erinnern sich, die junge Frau, die an einer Spinnenphobie leidet. Das Stichwort lautet Konfrontationstherapie. Jana hat sich darauf eingelassen und wir durften sie über 3,5 Stunden dabei beobachten. 15 Uhr, das Training beginnt. Ich weiß, es ist schwierig. Ich guck da hin. Schauen Sie es an. Mann, das ist klasse. Wie stark ist Ihre Angst im Moment? Groß. Zwischen 0 und 10? 10. 10, maximal. Wow. Versuchen Sie trotzdem hinzugucken. Ich weiß, dass es schwierig ist. 15.30 Uhr. Wollen Sie den hinter die Hand drauf tun? Ich will das schon. Okay. Das geht nicht. Okay. Gut. Wollen Sie weitermachen noch? Ja. 16.15 Uhr. Stopp. Können Sie noch ein Stück hierher schieben? Ja. Gut, stopp. Die wollte sich gerade bewegen.
Gut, reicht. Okay. 17.05 Uhr. Versuchen Sie hinzuschauen. Was macht sie? Sie bewegt sich. Versuchen Sie es. Ist das jetzt total schwierig? Probieren Sie es. Versuchen Sie es auszuhalten. Versuchen Sie, die Hand wieder ranzunehmen. Hm. Das macht Spaß. Das macht Ihnen Spaß? Hm? Hm? Was? Will ich sagen. Hm? Halten Sie noch mal fest. Sie haben ein Glas mit einer Spinne in der Hand und sagen, es macht Spaß. Aber nur die zu ärgern. Okay. Nur? 18.10 Uhr. Mhm. 18.30 Uhr. Der Psychologe Christian Soltau beendet das Training. Okay, wie zufrieden sind Sie mit sich, was Sie heute gemacht haben? Jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden. Mhm. Sind Sie ein bisschen stolz auf sich? Ein bisschen. Sehr? Ja, sehr. Gut, sollten Sie sein. Das war wirklich phänomenal, was Sie gemacht haben. Okay, Frau Pantner, ich habe jetzt hier die Spinne bei mir. Eine Woche später. Die Psychologin Andrea Reinecke wiederholt den Pulstest mit der Vogelspinnenhülle. Haben sich Janas Symptome nach der ersten Therapiesitzung verbessert? Messbar? Okay, Sie sind eigentlich noch relativ ruhig. Im Vergleich zum ersten Test ist Janas Puls ruhiger. Da ging der Puls ganz gewaltig. Ihr Herz klopft beim zweiten Test nur noch bis zu 90 Mal in der Minute. Und die Aussichten, dass sie bei weiteren Konfrontationen mit Spinnen immer ruhiger wird, sind gut. Ja, können Sie stolz auf sich sein. Der Schlüssel ist also das genaue Hinschauen. Jana hat sich getraut. Und wenn man es tut, dann entdeckt man bei diesen achtbeinigen Wesen wahre Wunder. Nun, mehr zum Thema finden Sie zum einen bei uns im Internet. Und dann gibt es natürlich unser Quark-Skript. Dank Ihrer Gebühren ist es kostenlos. Und so kommen Sie dran. Beschriften Sie einen C5-Umschlag mit Ihrer Adresse und dem Vermerk Büchersendung. Frankieren Sie ihn mit 85 Cent. Nehmen Sie nun ein normales Briefkuvert und adressieren es an WDR, Quarks & Co., Stichwort der Sendung 50612 Köln. Darin senden Sie uns den Rückumschlag. Und bitte haben Sie noch etwas Geduld. Das Skript muss erst noch in Druck gehen. Es kann also etwas dauern. So, wir bedanken uns fürs Zuschauen, machen Winke-Winke und bleiben Sie uns treu. Empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Nach Gammelfleisch & Co. liegt Fisch voll im Trend. Doch die Meere sind bald leer geplündert. Der Grund? Zu hohe Fangquoten und die illegale Fischerei. Immer mehr Fische stammen daher aus riesigen Zuchtanlagen. Doch auch die sind nicht unproblematisch für die Umwelt und den Fisch. Fischraubbau und Alternativlösungen. Am übernächsten Dienstag um 21 Uhr in Q21. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.